als ich von diesem Preis erfuhr, das hat mich natürlich sehr gefreut. Das ist toll, eine Anerkennung. Auch so aus dem Nichts, weil ich habe mich nicht um diesen Preis beworben. Der kam einfach so in meinen Briefkasten per E-Mail. Wenn man so arbeitet, sieht man das immer von innen. Und dann plötzlich schaut jemand von außen zurück. Das ist schön. Auch ich denke, ich fühle mich so erkannt in dem, wie jetzt das beschrieben wurde. Ja, toll. Das habe ich jeden Tag. Darum verwache ich auch nichts in der Nacht. Aber wenn nur Spinnen und Zwang drauf kratzen. Das Thema Mutter ist extrem beladen mit Emotionalität. Und das ist auch für die Mütter selber zum Teil ein wahnsinniges Scheunenkäfig. Und gleichzeitig sind wir total empfindlich, wenn es um unsere Mütter geht, weil sie unseren Weltbezug garantieren. Was ist die Rolle der Männer? Wie schnell trennen sich diese Eltern? Wie gehen sie mit diesem Wahnsinn an Belastung um? Es schien mir oft so ein überzeichnetes Bild für ganz viele andere Mütter auch. Und also ich muss sagen, also das mit, also wenn du so ein behindertes Kind hast, ist es, finde ich, eigentlich auch schön. Man hat ganz andere Beziehungen zueinander. Also wenn ich denke, sie wird jetzt 18. Andere mit 18 sind fast am Überlegen, warum ausziehen alles. Und sie kommt jedes Wochenende heim. Und der Performance-Art hat mich sehr stark das Unmittelbare angezogen, weil es auch oft Experimente sind, risikoreiche Arbeiten. Und am Klang hat mich immer seine Emotionalität sehr angezogen. Diese beiden Spuren, die verfolge ich bis heute. Ich arbeite momentan an einer Reihe mit Rosa Rauschen. Das ist eine Musik oder ein Audiostück, bei dem alle etwas anderes hören, obwohl sie vor dem gleichen Lautsprecher sitzen. Was mich daran fasziniert, ist, dass ich nicht nur darüber nachdenken kann, dass jeder etwas anderes hört und jede, also dieses vielleicht auch wie eingeschlossen sein in unsere Wahrnehmung, sondern dass es auch darum geht, wie kann ich überhaupt wissen, dass jeder und jede etwas anderes hört. Also da geht es dann auch um Kommunikation, um Übersetzungen in andere Medien, in Sprache, in Gesten.